fucking Krumpeller, das Arschloch ist der Virus. Danke für diese schöne Einleitung, Büssi. Ich finde es super, dass er diese Sendung hier moderiert, weil er ist der, der am besten eigentlich das Virus verkörpert. Er ist überall, niemand will ihn und er macht uns alle krank. Gut. Er gehört zu der Risikogruppe, das wissen wir, das hat er auch allen schon gesagt. Das ist übrigens die einzige Gruppe, die ihn je akzeptiert hat. Das muss man auch mal sehen, das ist natürlich auch etwas Erhebendes für dich und so. Er allein ist zum Beispiel verantwortlich für 50% Erhöhung von all unseren Gesundheitsprämien, die wir zahlen müssen. Das ist alles wegen seiner Krankheit, wenn wir das machen. Und seine Lungenleistung, das haben wir ja auch hören können. Er gibt ja viele Interviews über seine Gesundheit auch. Seine Lungenleistung ist etwa nur, ist 70% geringer als die von normalen Leuten. Und wenn man ihn so anschaut, merkt man, mit dem Bartwuchs ist es genau gleich. Also, ich finde ihn auch sehr einen lustigen im Übrigen. Ich muss immer sehr lachen, vor allem dann, wenn er Witz über mein Alter macht. Dann denke ich einmal, oh, der junge Typ muss jetzt seine Street-Credibility, muss er jetzt daran arbeiten, wenn er in einer Jazz-Sendung moderiert. Und dort bastelt es zum Gürtel verzieren oder Brot backen. Dann denke ich, oh, da kommt aber eine rebellische Generation auf uns zu. Hey, wirklich. Also, man muss sagen, was Covid anbelangt, ist er sehr gründlich natürlich. Da halten sich alle Regeln. Sein Hündchen darf jetzt nicht mehr mit ihm im Bett schlafen. Er darf ihm auch keinen Zungenkuss mehr geben. Gut, das ist etwas, was der Tierschutz schon lange gefordert hat von ihm. Aber er ist zum Beispiel, er weiss zum Beispiel auch nicht, dass es gar kein Hund ist, den er da hat, oder? Da hat ihn der Züchter ja ziemlich eingeleitet gehabt, oder? Es ist nämlich eigentlich eine Laborratte, wo sie erfolgreiche Tests gemacht haben mit Haarwuchsmitteln, oder? Darum sieht er aus wie ein Hund und die Form hat ihn, weil Patti Basler mal aus Versehen draufgehockt ist. Darum. Das ist aber, vielleicht noch kurz ein bisschen etwas zu dir. Patti kennen wir alle, ganz eine lustige Kollegin. Sie macht ganz viele Sendungen, sie weiss selber nicht, in welchen Sendungen sie auch noch auftritt. Sie ist neben der Häselbrugger eine der bekanntesten und lustigsten Komikerinnen von dem ganzen Land. Sie werden einfach verschieden wahrgenommen, oder? Bei der Häselbrugger hat man gesagt, oh was, sie ist schwanger, hätte man nicht gedacht. Bei der Patti denkt man, oh, ist die seit 4 Jahren schwanger? Das ist einfach nur eine andere Wahrnehmung. In Wirklichkeit sind es beide ganz hervorragende Komikerinnen. Es gibt übrigens das Gerücht, dass Patti mit dem Zirkus Knie im nächsten Jahr wird auf Tournee sein. Sie hat gesagt, sie nehme das Zelt gerade mit. Sie hat es übrigens heute angelegt. Dann hätten wir noch den Dominik bei uns. Ah, Dominik, ein wunderbarer, toller Kollege, lustiger Komiker, sehr guter Late-Night-Moderator. Er hat ja unseren Sendeplatz von Giacomo Müller übernommen. Er hat auch all unsere Autoren übernommen. Das Einzige, was er nicht übernommen hat, ist unsere gute Quote. Viele behaupten übrigens, seine Stimme sei nervig. Das finde ich jetzt wirklich überhaupt nicht. An ihm ist alles nervig. Es wäre unverhältnismäßig, das nur der Stimme zuzuordnen. Und ich meine, es gibt auch Leute, die seine Stimme gefallen. Also wenn einem das gefällt, wenn der Donald Duck so redet, wie wenn er Helium genommen hätte. Also ich meine, sorry. Dann kommen wir noch zu der Rebecca. Von der Rebecca weiss ich ein bisschen weniger. Wenn ich sie so anschaue, sieht sie einfach ein bisschen aus wie eine kleinwüchsige Patti Basler. Rebecca ist aber sehr rebellische, tun sie nicht unterschätzen, sehr rebellische, wenn man ihre Programm kennt. Und da ist sie wirklich toll. Sie ist so rebellisch, ihre Frisur selber rebelliert, ja gegen sie auch.
Und ich frage mich bei dir immer, bist du Einzelkünstlerin oder bist du im Ensemble mit der Frisur, wenn du auftrittst? Also, aber das ist ja auch egal, das können wir vielleicht jetzt auch heute Abend da nicht so klären. Kommen wir jetzt endlich mal zum Virus. Oder? Zum Virus kann man ganz von Anfang an einmal sagen, etwas, wo sämtliche Studien belegen, wo sämtliche Leute sagen, der hure Virus ist nichts anderes als ein fucking Trumpohrens Asshole, oder? Und ich sage das darum so gern, weil das ist das erste Mal, wo ich so reden kann beim SRF. Und darum sage ich es gerade nochmal, ein fucking Trumpohrens Arschloch ist der Virus. Wow! Bin ich mutig, so etwas zu sagen? Hey! Gut, und dann schauen wir jetzt einmal die Statistik an. Es ist eine unheimliche Statistik. Praktisch pro Tag 3000 Infizierte. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist erschreckend. Außer für einen, für den Dominik, wäre es eine Traumquote. Nicht? Der Virus verbal anzugreifen ist sowieso ein bisschen schwierig. Nicht? Es heisst ja das Virus, der Virus. Gemäss Duden ist beides gültig. Nicht? Aber dann muss man sich fragen, ist es ein Cis-Virus? Ist es ein Trans-Virus? Ist gendermäßig ziemlich heikel, darüber zu diskutieren. Möglicherweise gibt es dann einmal einen Shitstorm von der Juso gegen die Gendersprache und mit dem würde man dann den Virus besiegen. Nicht? Es ist ein bisschen heikel. Am besten reden wir aber jetzt nicht einfach weiter nur von einem Virus, weil der Virus, das tönt so emotionslos. Ich gebe dem Virus einfach einen Namen, der zu dem Virus passt. Ich nenne ihn einfach Andreas Glarner. So, und das wäre jetzt mal vorläufig alles von mir. Denkt einfach daran, meine liebe Kollegin, meine lieben Kollegen, wenn ihr dann so ein bisschen Gemeinheiten, Hässlichkeiten über mich da sagt, ich bin ein alter Mann und ich gehöre zu einer Risikogruppe und ich könnte da auf der Bühne sterben. Aber selbst dann würde ich bei dem Sendeplatz mehr Quote holen als der Dominik. Take that, Dominik! Victor Chocobo!